Sven Rudder, Yachtkompass, Fachberatung für Bootskäufer und Eigner. Heute wollte ich mal über das Thema Yachttechnik und technischen Fortschritt kurz mal sprechen. So Außenstehende, die nicht segeln, ich bin leidenschaftlicher Hochseesegler, die denken dann immer, na, das ist ja so ein bisschen anachronistische Fortbewegungsart, das macht man ja schon seit Tausenden von Jahren und da wären wir dann so ein bisschen in die Traditionspflege verrückt, was aber abseits von der Traditionsseglerszene, die nochmal eine ganz eigene ist, überhaupt nicht zutrifft. Denn auch Fahrtensegeln heute auf Yachten, das ist wirklich Hightech. Und nicht nur, wenn man, was weiß ich, wie Boris Herrmann mit der Vendée Globe um die Welt segelt, mit Hightech-Racern, sondern selbst auch bei sogenannten normalen oder regulären Fahrtenschiffen. Überall geht der technische Fortschritt rasant. Das leuchtendste Beispiel ist sicher immer die Navigationselektronik, wo sich allein in den letzten 10, 20 Jahren so viel getan hat. Das Radar ist nochmal neu erfunden worden. Da gibt es mittlerweile mehrere Technologien nebeneinander. Die ganzen Vernetzungsoptionen, AIS ist dazu gekommen und so weiter und so fort. Und hier ist es selbst für erfahrene Eigner, für gestandene Segler häufig nicht so einfach, noch wirklich sich technisch auf dem Laufenden zu halten, wenn man mal eine Yacht neu ausstatten möchte mit einer Navigationselektronik oder auch die bestehende Navigationselektronik ersetzen möchte, um da wirklich nach dem neuesten Stand auszuwählen. Heute haben wir fast überall, selbst auf kleineren Yachten, netzwerkfähige Systeme, die unterschiedlichste Funktionalität aufweisen können. Jetzt fragen mich die Leute immer, braucht man das? Und dann sage ich immer, das ist die falsche Frage, wer will es man? Ja, ich brauche vielleicht manches nicht, manches hätte ich aber gerne und es ist ganz wichtig, sich da mal rauszuschauen, was ist für einen interessant. Denn vielleicht kann man ja auch von diesem Fortschritt profitieren. Denn jeder technische Fortschritt, der passiert ja nicht ohne Grund, sondern der passiert dadurch, dass dann Bedarf ist. Und wenn man sich da ein bisschen reindenkt und sowieso investiert, dann macht es durchaus Sinn, sich das genauer anzugucken und zu gucken, wo kann ich da vielleicht selber auch Vorteile draus ziehen. Das gilt übrigens nicht nur für die Navigationselektronik, das ist nur ein Beispiel. Wenn man sich mal moderne Yachten anguckt, die Rumpfformen haben sich geändert, die Technik, die Materialien haben sich geändert, die Segel haben sich geändert, die Deckslayouts, die Segeleinrichtung. Die gesamte Technik unter Deck hat sich geändert. Und wir helfen Ihnen hier, technisch auf dem Laufenden zu bleiben, beraten Sie da gerne und schauen mit Ihnen gemeinsam, wo Dinge sind, wenn Sie sowieso schon investieren, die auch für Sie interessant sind und vor allen Dingen, von denen Sie auch profitieren können. Dankeschön.